Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Philipp Vondrak. Guten Tag. Der Bankräuber von Feldkirch-Altenstadt ist heute zu 10 Jahren Haft verurteilt worden. Der 35-jährige Grieche wurde beschuldigt, Ende Februar mit einer Faschingsmaske vermummt in die Raiffeisen-Filiale gestürmt zu sein und die Angestellten mit einer Pistole bedroht zu haben. Er entkam mit einer Beute in Höhe von rund 4.300 Euro. Einen Monat später brach derselbe Mann in ein Café der Feldkircher Innenstadt ein und erbeutete erneut über 4.000 Euro. Der Grieche geriet ins Fadenkreuz der Ermittler, weil er schon in Deutschland wegen Raubes im Gefängnis saß. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Weniger Steuern zahlen, das will uns die Bundesregierung bescheren. Heute Nachmittag starten die Verhandlungen zur Steuerreform. Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner sitzt dabei mit im 8-köpfigen Verhandlungsteam als Ländervertreter. Nichts hält Wallner von der SPÖ-Forderung nach Vermögensteuern. Auf Vermögen von Betrieben dürfe nicht zugegriffen werden. Auch von höheren Steuern für Besserverdiener hält Wallner wenig. Auf 1,7 Milliarden Euro soll sich das Budget für das Land im kommenden Jahr belaufen. 2 Tage lang wird ab heute darüber im Landtag diskutiert. Die schwarz-grüne Landesregierung hat Schwerpunkte auf Bildung, Gesundheit, soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung gelegt. Mehr als 2 Drittel der Ausgaben fließen in diese Bereiche. Die 3 Oppositionsparteien werden nicht zustimmen. Für sie ist zu wenig Reformwille erkennbar. Außerdem fordern sie unter anderem, mehr Geld für Familien zur Verfügung zu stellen. Und heute ist Verhandlungstag 2 rund um den Feldkircher Stadttunnel. Das Interesse der Bürger am ersten Tag hielt sich wohl aufgrund der ungünstigen Verhandlungszeiten am Vormittag und am Nachmittag in Grenzen. Vor allem Planer und Vertreter der 3 Bürgerinitiativen diskutierten im Alten Hallenbad. Heute werden die Gutachten zu den Themen Verkehr, Lärm und Umwelt besprochen. Bürger können in dem öffentlichen Verfahren Einwände einbringen. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und bis morgen.